Wir sind mal wieder am Strand. Wir entfliehen irgendwo dem Dasein in den vier Wänden zu Hause, um mal ein bisschen rauszukommen. Und da werden wir gleich mal gucken, wie das hier aussieht. Ich habe noch vor, ein bisschen mit der Drohne rumzufliegen. Aber wenn ich mir hier mal so angucke, also wenn man so sitzt, sieht man gar nicht, dass es windig ist. Vielleicht klappt das auch nachher, also gleich. Mal sehen. Und da sind wir schon unterwegs. Hier ist der wahrscheinlich steinigste Strand Deutschlands. Also, wenn man hier mal so guckt, es sind nur Steine. Hier gibt es nicht mal Sand. Also ich meine, gut, Sand ist, sind ja auch kleine Steine, aber hier gibt es... Erster Flug hier. Die Drohne hat das echt schwer, ne? Weil die total leicht ist und von dem kleinsten Windhauch schon abgetrieben wird, weggeweht wird, hoch und runter. Die sollte auf einer Höhe bleiben und ist dann, man kann ja auf dem Display die Höhe immer sehen, die hat es immer so geschwankt, ne? Also einen Meter höher oder tiefer, und wenn man dann nur zwei Meter hoch fliegt, dann ist sie halt auch mal schnell im Wasser oder in den Steinen oder sonst wo verschwunden. So, guck mal. Da hinten sind Ash und Marie. Kann man das sehen da? Ja, da muss ich jetzt hin. Die hatten keinen Bock mehr, hier mir zuzugucken beim Drohnenfliegen. Nun latsche ich wieder hinterher. Und wir latschen immer noch am Strand längs. Mäuschen, wie sieht's aus? Ich meine, Großer, wie sieht's aus? Hast du Lust? Luki und du? Ja, morgen müssen wir wieder ein bisschen Wasser lang gehen. Das ist doch, das ist so schön hier eigentlich, ne? Ist auch, oder? Ist auch. Wir waren nur arschkalt. Klein, ja, aber ein bisschen weiter zurück irgendwo. Ja, das dann. Und diese Steine, also ich glaube, das ist auch gut für die Durchblutung der Füße, ne? Müssen wir die Schuhe ausziehen jetzt. Barfuß. So, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen in die Richtung. Ja, super. Okay, mal ein bisschen weiter. Man wird alt, ne? Ungewohnte Bewegung. Ja. Man kann nicht werfen. Nee, meine Hand ist nicht geboren. Und jetzt kommt das große Wettwerfen hier. Mama gegen Ash. Wie viel waren das? Ich weiß. 7 Meter? Bestimmt 20 Meter. Okay, du bist. Schafft Ash auch 20 Meter? Wird er es schaffen? Sogar 30. Gib alles. Und 20 Meter. Genau, Gleichstand. Ihr könnt es. Schön hier so, ne? Was? Können wir jetzt aufhören zu lächeln? Nee, bei so einem schönen Wetter lächelt man doch gerne. Das ist echt schön hier. Ja. Hier ist schon wieder so Wasser, was da runter kommt. Guck mal. Ein Fluss. Hier entspringt, also aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ja, aus da, der Mitte? Da geht da noch weiter oben. Wir haben eine Quelle entdeckt. Ja, das ist vielleicht. Von hier fließt das Wasser in die Welt. So, was ist hier los? Ash hat hier irgendwas entdeckt. Was hast du entdeckt? Ja. Eine Matschkuhle? Toll, mit Schleim. So kann man natürlich auch hier ein Evening Walking machen. Ja. Vor allen Dingen mit der Universal Arschmatte, Fußmatte aus dem Auto. Das ist ein Landeplatz für die Drohne, Mensch. Hier ist mein Hintern Landeplatz. So, brauchst du auch einen Landeplatz für deinen Hintern? Unsere Fußmatten sind definitiv zu klein, würde ich sagen, ne? Da passe ich nicht mehr drauf. Hey, ja. Wenn ich auch mit darauf will, was denn? Nein, dann ist sie da. Menno. Was für ein Foto kann ich machen? So, wir sind jetzt immer noch unterwegs. Es sind ungefähr gefühlt 5 Stunden am Strand, die wir jetzt hier unterwegs sind. Ja. Hat schon jemand Hunger? Nee. Oder ja. Durst? Obwohl doch. Ja, boah, ich muss hier genau gegen die Sonne gucken, ne? Brilli habe ich weggelegt, habe ich mal ein bisschen Farbe im Gesicht kriegt.
Ja. Oh, da unten macht einer mit einem riesen Teleskop Bilder. Na gut, also. Habe ich Teleskop gesagt oder Objektiv? Da, da hinten läuft er. Siehst du den? Da, da ist er. So. Oh, da vorne ist ein Schild. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Warum nicht? Und wir haben das Schild erreicht. Also, hier ist die Gemeinde Schwadburg. Moin, moin und herzlich willkommen am Schmöler Strand. Oh, dieser festsitzende Husten ist ja fürchterlich. Apropos Husten. Ja? Weißt du was, ich habe schon auch einige bei Insta geschrieben oder auch mal geschnackt. Als er so krank war, also ich glaube eine Woche oder zwei Wochen bevor Corona ausbrach, richtig, ne? Das kann doch auch sein, dass er das gehabt hat. Ja. Und du hattest Kieferschmerzen, die wir uns nicht erklären konnten. Guck mal, aber Ash wurde überhaupt kaum gesund. Also ich habe doch mal bei mir im Video auch gesagt, dieses Mal war das so schlimm. Normalerweise war er so in zwei, drei Tagen durch, aber er lag echt flach. Für alle, die jetzt interessiert, ihr habt gerade unmerklich den Kanal gewechselt. Ihr seid jetzt bei Maryland. Nein, aber ich habe gedacht, wirklich, vielleicht hat er schon Corona gehabt und wir auch gleich mit. Ja. Weil du hattest Kieferschmerzen und ich das war hat ein bisschen auch angeschlagen. Dieses Schnupfen-Feeling, das man so manchmal hat, das hat einfach nicht mehr aufgehört, ne? Das ging einfach nein, nicht weg. Du hattest ja, wie gesagt, Kiefer, ich war angeschlagen und Ash war total flach. Also so, Schluss jetzt. Wir wollen hier die schöne Natur genießen. Ja. Wir sind ja so Naturfreunde, ne? Ja. Du auch? Bist du auch ein Naturfreund? Ja. Ist das nicht schön? Die Natur sieht irgendwie karg aus. Was? Was hast du in der Zwischenzeit gequatscht? Carola, habe ich gesagt. Carola? Wir haben alle Carola. So, wer sagt das noch immer? Carola? Wer? Diese Freundin aus dem Internet? Nee. Wie heißt die noch? Eine echte. Wie heißt die Freundin aus dem Internet? Welche? Ja, die Dörte oder Dörtchen. Schönen Gruß an Dörtchen, ich kenne dich zwar nicht. Ich höre immer nur, was Marie mir vorliest. Nein, sie sagte, dass sie unsere Videos immer guckt, aber nicht kommentieren Dörtchen, kann. Dörtchen, guckst du meine Augen? Du kannst das nicht kommentieren, okay? Ja, genau. Sie schreibt über Insta, die ist so süß. Also Dörtchen, dieser Gruß ist hier für dich. Genau. Alles Gute. Die ist echt niedlich, ehrlich. Kannst du mal mitgrüßen, bitte? Grüße gehen raus. Perfekt. Also ganz liebe Grüße. Wollen wir nicht mal umdrehen? Ey, wir müssen noch da ganz hinten hin zurück. Also, da am Horizont, da ist die letzte Stadt, die wir passiert haben. Und irgendwo da ist unser Auto. Also, da ganz da hinten. Das dauert, also wie lange sollen das dauern, bis wir wieder zurück sind? So. Ich sehe dich gar nicht, ich sehe nur hier die Sonne hier. Es dauert mindestens 20 Minuten. Und dann geht's ja noch, können wir noch 10 Meter weitergehen. Wir sind jetzt die 10 Meter weitergegangen und hier ist kein Wind mehr. Aber dafür fällt mir gerade auf, mir läuft irgendwie die Nase. Guck mal, wie viele es sind. Ach du Scheiße, Klingonen. Und so viele. Ich schwenke kurz mal rum. Die greifen uns bestimmt gleich an. Können wir sie überhaupt sehen hier, die Klingonen? Also, die Klingonen sind irgendwie Gänse oder so. Sieht man das überhaupt? Ah, jetzt kann man das. Was denn? Schafe? Also da hinten da, das ganze Feld voll irgendwie. Moin! Und da ist auch voll. Da ist auch noch ein Schaf! Ich meinte eine Gans. Ich? Ja! Quack, quack, quack. Du bist doch die Beste, ne? Okay, wir gehen noch da zu dem Sitz hin und dann gehen wir nach Hause. So, ich will jetzt mal ganz vorsichtig gucken, ob ich mich hier an die Gänsebrut ranpirschen kann. Und die gehen auch schon alle weg. Ich bin nicht gut im Anschleichen, glaube ich. Und ich muss einfach nur ein bisschen schneller gehen als die. Dann habe ich die doch gleich. Und ich bin auch eine von euch. Hört mal. Oh, jetzt fliegen sie weg hier. Guck mal, startet hier der ganze Schwarm? Nur ein paar. Da vorne ist aber ein anderes Tier. Ja, wer weiß. So, wir müssen Mama suchen. Komm, wir Strauch? Ja, kann sein. Wir müssen immer noch Mama suchen. Und wir haben diesen alten Turm hier erreicht. Und was ist das? Erbaut von Zimmerei Wendland aus Köln-Mühlen. Kann man kaum mehr lesen. Rauchschwalbe, Milchschwalbe. Komm, wir gehen mal rauf hier. Jo, also hier kriegt man jede Menge Infos über alles, was hier rumfliegt. Der Turmfalke, die Bachstelze,
alle Dinger, die wir gerade gesehen haben. Ja. Und hier stehen noch ganz viele andere, die alle hier so rumfliegen. Und da stand auch eben ein Schild, dass das hier ein Naturschutzgebiet ist. Huhu, da unten ist schon die Obergans. Papa? Wo sind zwei Stöcker? Da. Jo. Oder ein versunkener Hirsch. So, und es geht wieder nach Hause. Wir haben unser Auto wiedergefunden. Noch ein letzter Blick hier aufs Meer. Bei Meer. Also ab heimwärts nach Hause. Auf den Schoß! Ach, wieso fahre ich eigentlich immer? Du? Hat nicht, das hat mal irgendjemand geschrieben. Warum fahre ich immer? Also du sollst auch mal fahren. Bernd wurde von einem Vogel angeschissen. Was? Echt? Kann nicht sein. Das ist Vogelschiss. Aber heißt das nicht, Vogelschiss bringt Glück? Glück, ja. So, ab nach Hause. So, und kaum sind wir wieder zu Hause, da kommt der Koch von oben und sagt, ich habe Essen gemacht. Und was geht? Ja, Köchin. Wie Köchin? Koch und Köchin. Was? Genau. So, und zeig hier, was gibt's? Das sind. Das riecht sehr lecker. Chris, ich kann besser sagen, was das ist. Ist das nicht aus der Dose? Nein. Ich glaube, ich esse. Was ist das? Tortellinis in so einer Käsesoße mit Karotten und Lauchzwiebeln, Zwiebeln. Irgendwie bist du unscharf. Ne, jetzt wirst du schärfer langsam. So, also hast du gut gemacht. Aber es ist ja abends warm. Das war echt? Ja, Mittagessen. Heute unser Mittag, so ein chaotisches Mittag war. Mein Mittag war ganz normal. Ja, unser Mittag nicht. Wer hat die Wäsche reingeholt? Das war mein Mittag, deswegen. Ey, danke! Wow! Wow, was ein Service! Mhm. Ich bin sprachlos. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Danke. Guten Morgen. Wollen wir morgen vielleicht zusammen frühstücken? Ah, es knistert. Wir können uns ja zum Frühstück verabreden. Wenn ich nicht bis 10 Uhr schlafen. Ja, ne? So, tschüss. So. Die Wäsche reingebracht mit. Ich staune. Also. Ja. Man sieht mich sprachlos. Was macht ihr denn da? Was sind das für Geräusche mit. Ja, weil er sagt, er weiß nicht, ob der Tortellini mag. Gehst du bitte jetzt mal duschen? Sag mal. Muss ich nicht. Los, ich war heute Morgen. Wir essen einfach ein Stück. Ich will nicht, dass du dann um 9:30 kommst und sagst, oh, ich muss jetzt aber noch duschen. Muss ich nicht. Also. Außerdem war es neun. Guck mal, wir machen das einfach so: wir machen uns gleich ein Eiweißbrot. Und die Tortellini gibt es morgen. Was sagt ihr dazu? Ich muss leider dein Kind jetzt sehen. Ja, ab in die Dusche damit. Ich muss nicht, mit dem Kind. Du. Zack, ist die Tür.